Hallo, so, heute wollen wir über die Subtraktion sprechen oder das Voneinander abziehen. Ich schreibe mal Subtraktion als Überschrift oben drüber. So, und bevor wir jetzt da in das Voneinander abziehen tiefer einsteigen, will ich einfach nochmal kurz über die Addition oder das Zusammenzählen kurz reden. Also wir hatten an einem Beispiel, wir hatten ja mal 4 plus 3 gerechnet und wenn du dich daran erinnerst oder auch einfach nochmal das alte Video dazu anschaust, wirst du dich bestimmt daran erinnern, wie du das rechnen konntest. Da gab es mindestens diese zwei verschiedenen Wege. Zum Beispiel, du hast einmal vier Sachen von einem bestimmten Ding, zum Beispiel vier Äpfel. 1, 2, 3, 4. Und hast noch drei zusätzliche. 1, 2, 3. Und zählst jetzt einfach zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann hast du das Ergebnis. 4 plus 3 ist 7. Du erinnerst dich aber bestimmt auch, dass man das auch gut an einer Zahlenreihe rechnen kann. Und zwar, ich male die jetzt mal auf. So, und dann fangen wir bei der 0 an. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Und auf der Zahlenreihe hatte ich dir erklärt, wenn du bei der 4 anfängst, also ich nehme mal eine andere Farbe mit Grün, wenn du bei der 4 anfängst hier und dann gehst du einfach die Zahlenreihe hoch, immer um 1 weiter. Also wenn du 3 dazu zählst, gehst du 1, 2, 3 nach rechts die Zahlenreihe hoch und landest bei der 7 und dann hast du auch 7 am Ende. Also du kommst immer auf das gleiche Ergebnis. So, und so wie du jetzt bei der Addition was hinzufügst, nimmst du bei der Subtraktion einfach etwas weg. Zum Beispiel, lass uns mal 4 minus 3 rechnen. Also da können wir auch wieder mit unseren, nehmen wir mal grüne Äpfel jetzt, 4 Äpfel. So, und jetzt nimmst du davon 3 weg oder verschenkst 3 oder isst 3 davon. Das heißt, wir nehmen einen weg, streiche ich mal durch, einen zweiten Apfel weg und einen dritten weg. Und dann bleibt uns nämlich noch genau einer übrig. Das ist der hier. Das heißt, 4 minus 3 ist 1. So, das hätten wir jetzt aber auch, und das machen wir jetzt auch nochmal, an einem Zahlenstrahl oder an der Zahlenreihe rechnen können. So, ich nehme mal genau die gleiche nochmal und fange hier mit 0 an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die Zahlenreihe kannst du beliebig weit noch erweitern. Also der Pfeil ist hier nur stellvertretend dafür, dass man hier könnte man natürlich auch noch 8 schreiben und 9 und dir würde dann immer noch die nächste Zahl einfallen, 10 und 11, das heißt, das geht immer weiter und dafür schreiben wir jetzt einfach nur mal den Pfeil, weil wir das nicht alles aufmalen können und wollen. Okay, dann machen wir das Beispiel 4 minus 3 mal an diesem Zahlenstrahl. Das heißt, ich fange wieder bei der 4 an und anstatt jetzt nach rechts hoch zu zählen, gehe ich jetzt nach links und zähle einfach runter und zähle von der 4 jetzt 3 nach links. Also 1, 2, 3. Und dann lande ich auch bei der 1. Dann siehst du schon, du kannst also mit der Zahlenreihe ganz einfach auch Zahlen voneinander abziehen, also subtrahieren. Genau, und jetzt machen wir noch ein anderes Beispiel. Das nehmen wir dann zum Beispiel 4 minus 1. Das kannst du auch oben, ich nehme dazu mal rot, auch hier machen, an der Zahlenreihe. Das heißt, ganz einfach von der 4 ausgehend, 1 nach links und dann landest du bei der 3. Das heißt, 4 minus 1 ist 3. Du hättest das natürlich jetzt auch wieder mit den 4, nehmen wir jetzt mal rote Äpfel, rechnen können. Und nimmst du einfach einen Apfel von den 4 weg. Das heißt, wir streichen hier einen durch. Und was bleibt übrig? 1, 2, 3. Das heißt, wir kommen da auch zu dem gleichen Ergebnis.
Ja, das ist eigentlich schon das Wesentliche am Voneinander abziehen und an der Subtraktion. Mit diesen Zahlen wirst du vielleicht schon merken, aha, das irgendwie hängt das alles ein bisschen zusammen. 4 minus 1 und 3. 4 minus 3 ist 1. Vielleicht rechnen wir einfach nochmal 3 plus 1. Das weiß der bestimmt auch ohne Zahlenreihe und ohne, dass wir Kreise zählen. 3 plus 1 ist 4. Genauso ist auch 1 plus 3 4. Und du siehst also schon, wenn wir 1 zu 3 hinzufügen, bekommst du 4 als Ergebnis raus. Und wenn du von der 4 1 abziehst, kommst du wieder auf die 3. Also 4 minus 1 ist 3, 3 plus 1 ist 4. Du siehst schon, es hängt alles ein bisschen zusammen und das kann man in verschiedenen Art und Weisen ausdrücken. Ich will dich an der Stelle auch gar nicht zu sehr verunsichern oder in die Irre führen. Das sind Sachen, die lernst du später noch im Detail viel weiter und viel besser kennen. Nur sofern schon mal sei gesagt, dass du ja, also nach der Addition, die Subtraktion und das Ganze wieder rückgängig machen kannst, ist also eine Sache, die du später auf jeden Fall noch besser lernen wirst. So, und das war schon die erste Lektion zur Subtraktion oder zum Voneinander abziehen. In dem nächsten Tutorial zur Subtraktion werde ich analog zu den Khan Academy Videos einfach so viele Beispiele wie möglich durchrechnen, die wir in 10 Minuten dir zeigen können. Und dann freue ich mich schon, wenn du dir die auch anschaust. Bis dahin, tschüss.